Riesenjubel bei Renault. Vermutlich könnte ich mir vorstellen, Hans, gibt es auch in Frankreich wieder ein bisschen mehr Auftrieb. Fährt da kein Franzose mehr mit derzeit? Ja, das ist richtig. Der Kutter hat kein Franzose gewonnen, kein französischer Fahrer zumindest. Aber für das Regime ist es sicherlich gut. Es ist motivierend, gleich das erste Rennen zu gewinnen. Es ist eine Bestätigung der guten Testergebnisse. Auch wenn man gesagt hat, naja, man weiß nicht, waren die Tanks voll oder leer. In dem Fall waren die Tanks wohl doch reichlich voll beim Test. In Renault hat das umgesetzt hier, was man beim Test vermutet hat. Super Kompliment. Und Italien darf sich auch wieder mal freuen über einen italienischen Grand Prix-Sieger. Viele haben ja über Jahre beklagt, dass er den Sprung nicht zu Ferrari geschafft hat. Das ist richtig. Es wird vielleicht John Todt auch positiv heute aufgefallen sein. Und Fisichella ist ganz klar ein würdiger Grand Prix-Sieger, der jetzt vielleicht auch mal eine gute Spur gelegt hat, in der WM möglichst weit vorne zu beenden. Schauen wir uns die wichtigsten Szenen des Rennens nochmal an. Was hat alles zum Sieg von Giancarlo Fisichella geführt? Erstmal ging es ein bisschen wackelig los mit dem Start. Da hatte Kimi Räikkönen ein Problem. Und erklär uns nochmal, was jetzt das neue Startprozedere sagt. Das neue Startprozedere besagt Folgendes: Wenn es gelbe Fahne geschwenkt, dann blinkt es gelb und dann setzt sich das ganze Feld, das noch fahren kann, in Bewegung zu einer weiteren sozusagen Einführungsrunde. Dann wird das Auto, was stehen geblieben ist, in dem Fall Kimi Räikkönen, wird dann weggeschoben. Und dann, wenn das Feld zurückkommt, erfolgt ein neuer Start. Wegen einer super Regelung, weil diese unnötige Zeitverlust, bis wieder rundherum warten, neuer Countdown eben einfach wegfällt. Es geht schneller zur Sache. Und auch in dem Fall Glück für Kimi, der Motorschein war nur abgestorben. Er konnte sich wieder anstellen am Boxenausfahren, dann nach dem Feld wieder losfahren. Und sich auch noch ziemlich weit nach vorne kämpfen. Da hat er insgesamt noch das Beste aus dieser Situation gemacht. Und den eigentlichen Start und wollen wir uns dann auch noch anschauen. Er hat auch ein Riesenglück gehabt, der Kimi, weil er genau an dem Boxen, an diesem Loch stand, wo die Boxenmauer aufzumachen geht. Wäre er weiter vorne, weiter hinten stand, hätte es vielleicht nicht mehr geschafft, zur Box zurückgeschoben zu werden. Glück im Unglück. Beim Start hat man gesehen, Giancarlo Fisichella hat das grandios gemacht gegen Jarno Trulli. Die beiden standen einträchtig in der ersten Reihe. Aber wir schauen erstmal so ein wenig dahinter. David Coulthard zum Beispiel macht zwei Plätze gut. Von 5 auf 3. Ja, erstmal ein Riesenstart von Renault natürlich. Hat wieder gut geklappt, die Automatik des Starts. Aber Coulthard, muss man auch sagen, der hat sich da sehr geschickt vorbei gebremst, muss man sagen. Wirklich am letzten Loch gebremst. Zeit nicht so gut gemacht. Jacques Villeneuve überlistet. Das war eine absolute Meisterleistung. Und auch Mark Webber, den australischen Lokalhelden im BMW Williams. Ja, auch da muss man sicherlich an der Startautomatik arbeiten. Das ist sicherlich ein Bereich, wo noch BMW und Williams zusammen noch was einen Schritt nach vorne machen muss. Genau, da muss Mark Webber noch was an seinem Start verbessern in Zukunft. Noch einmal in einer anderen Perspektive. Der Start ja immer die kritischste Phase. Da haben wir in den letzten Jahren in Melbourne schon in der ersten Runde auf verheerende Abflüge erlebt. Die reißen sich irgendwie besser zusammen. Ja, das war sicher ein absoluter Clean-Start. Jeder weiß natürlich jetzt auch, dass das Rennen lange dauert. Es werden keine Reifen gewechselt. Man ist beim Bremsen auch vorsichtig. Wenn du dir heute einen Reifen eckig bremst, wie das bei David Coulthard hier fast hätte der Fall sein können, dann musst du mit der Vibration im Reifen das ganze Rennen zu Ende fahren. Das ist relativ dumm. Hier sehen wir die Situation von Michael Schumacher. So sieht es hinten aus, auf Platz 18. Ist ja auch schwierig. Wie macht man das, Hans? Ja, gut, der Michael hat natürlich ein sehr gutes Auto. Er weiß, dass er da gut vorfahren kann. Er bleibt geschickt hier außen. Das ist meist in dem Fall der schnellere Weg. Ist noch einen geschnupft, das hat der Michael super gemacht. Es wird zurück überholt. Aber das spielt keine Rolle. Das Rennen ist lang und er hat das sehr clever gemacht. Ist es nicht manchmal ein Problem, wenn man so weit hinten steht und sogar so schnell ist? Da hat man die Minardis vor sich, die Jordans. Die sind ja alle langsamer, unerfahrene Fahrer. Ja, du musst vor allen Dingen darauf achten, dass du beim Anbremsen der ersten Kurve nicht zu spät auf die Bremse gehst. Das ist wie im normalen Straßenverkehr. Das Feld staut sich ja auf und du musst dann wesentlich früher bremsen, als den Bremspunkt legst, wenn du alleine an der zweiten oder vierten Platz bist. Das musst du dir erstmal überreißen, aber der Michael, der kann das natürlich und hat da kein Risiko eingegangen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Michael Schumacher noch Hoffnung. Er hatte vor dem Rennen zu Tanja Bauer gesagt, na, ein Punkteplatz oder ein Podestplatz. Ein Podestplatz, das wäre toll, wenn wir das hinkriegen würden. Sollte nicht sein, Tanja. Ja, Wolfgang, er ist schon richtig enttäuscht. Er kam da raus aus der Ferrari-Box und ist direkt daneben in dieses graue Tor verschwunden. Da sitzt drinnen Karl-Heinz Zimmermann, der Caterer von Bernie Ecclestone. Das ist sozusagen die neutrale Zone im Fahrerlager. Da können sich alle Teammitglieder treffen und da sitzt er jetzt drin und wartet darauf, dass die Stewards ihn abholen. Stefano Domenicali, der Teamchef von Ferrari, der ist schon drinnen und der bespricht sich jetzt gerade mit Michael, wie man wahrscheinlich taktisch vorgehen wird, was man sagen wird. Bis jetzt ist noch alles in Ruhestimmung, man wartet ab, was Michael jetzt natürlich bei den Stewards sagen wird und unsere Kollegen vom Fernsehen, die stehen natürlich dann auch schon bereit, auch Peter Lauterbach, um sich nachher das Interview von Michael abzuholen. Danke, Tanja. Was danach passierte, Hans, das hast du vorher schon mal angedeutet.
bis zu 20 Runden lang fuhren Stars wie Michael Schumacher, Alonso, Mark Webber hinter ihren Vordermännern her und haben keine Chance gehabt, vorbeizufahren. Ja, das ist sicherlich bedingt durchs neue Reifenreglement. Man muss natürlich den Reifen auch sich einteilen. Das heißt, wüste Attacken kannst du keine reiten. Du musst bis zum Schluss mit dem Reifen durchfahren. Du hast natürlich auch deutlich weniger Grip im Auto durch reduzierten Abtrieb und auch durch die Reifen natürlich. Das macht es wesentlich schwerer zu überholen. Dazu kommt natürlich auch die Strecke Albert Park. Ist auch eine Piste, die gerade zum Überholen einlädt. Es fehlen so ein bisschen die 90-Grad-Kurve, wo du dich daneben setzen kannst. Das geht hier alles nicht. Und natürlich auch ist eines klar, da hinten fahren ja keine Nasenbohrer rum. Also Leute, die da hinten rumfahren, müssen auch erstmal angepeilt werden. Und hinfahren und vorbeifahren sind zwei getrennte Sachen. Und auch wenn wir es anders vermutet hatten, ein David Coulthard im Red Bull hat heute ein famoses Rennen gefahren. Er hat Mark Webber wirklich lange hinter sich gehalten. Hans, hätten wir uns vorstellen können, dass die so ein Debüt hier hinlegen? Mit Sicherheit nicht. Es gebührt den Leuten, um Didi Matisic, zum Red Bull wirklich ein Riesenkompliment. Du musst dir mal vorstellen, noch vor der Weihnachtszeit natürlich, hat man gar nicht gewusst, wie geht es überhaupt bei ehemaligen Jaguar weiter. Und jetzt hat Jaguar hier ein super Ergebnis hingelegt. Nicht zum Schluss, weil durch David Coulthard ein super Rennen gefahren ist. Freut mich auch für David ganz persönlich, der wieder mal bewiesen, dass er ein toller Racer ist. Und für dieses Team und für David Coulthard und auch für Christian Klimen ein WM-Punkt, würde ich mal sagen, ein super Ergebnis. Da wollen wir doch mal hören, was der Schotte selbst sagt. Der steht bei Tanja Bauer. Well, David, congratulations. I guess David, this is Glückwunsch. Ich denke, Sie müssen sich super fühlen. Vierter im fliegenden Red Bull. Was sagen Sie zum Rennen? Guter Auftakt, war auch etwas nervös. Wir alle wissen, dass das hier nicht so ganz einfach war. Aber die Leute vom alten Jaguar-Team haben Fortschritte gemacht über den Winter. Ich habe manchmal etwas aufgehalten mit dem vollen Tank. Nachher konnte ich ganz schnell fahren. Und am Ende aller Stints war ich schneller als die Williams. Und am Anfang der Stints haben die mich wieder gepackt. Also unter dem Strich können wir sehr zufrieden sein. Beide Fahrzeuge in den Punkten, das ist ja ein Traum für Red Bull. Alle sagten, der arme Mark Webber, sein altes Fahrzeug. Naja, okay, so gehen die Dinge manchmal in der Formel 1. Die hatten ein großes Team, jetzt hat er ein gutes und er wird auch noch Erfolge haben. Hatten Sie das erwartet? Jaguar hatte doch ganz schön zu krebsen in der letzten Saison. Ja, die Tests im Winter, da hier ein Punkt und da ein Punkt, das wäre schon toll. Aber wenn alle Ferrari fahren, keine Probleme haben, alle McLarens, eine normale Qualifizierung, dann wird es auch schwer für uns, Punkte zu machen. Aber in einer solchen Situation konnten wir gerade mal die Chance nutzen. Das Auto ist gut gelaufen während des ganzen Rennens. Also ein großer Glückwunsch an unser Team, alle Jungs, die mitgearbeitet haben an dem Ergebnis. Sie müssen sich ja toll fühlen in dem Team, das merkt man auch. Richtig. Und dann so ein Ergebnis am Anfang ist doch ganz klar. Hätte ja auch ein Crash in der ersten Runde sein können. Da fängt man die Saison dann weniger nett an. Ja, ich habe Spaß. Bei uns ist Dr. Mario Theissen von BMW Motorsport. Erste Frage, weil wir jetzt gerade David Coulthard im Red Bull gesehen haben. Hätten Sie gedacht, dass Sie hinter dem heute herfahren müssten? Also am Start, das war genau die Schlüsselsituation für uns. Mark Webber hat ihn am Start vorbeigelassen und ist dann auch über das ganze Rennen dahinter stecken geblieben. Der David war sehr gut unterwegs, da kann man nur sagen, Gratulation im ersten Rennen fürs neue Team. Das war eine super Leistung und wird dem Team sicher Auftrieb geben. War Mark Webber zu zaghaft in der Phase? Mark hat mir gesagt, er war sehr besorgt um seine Vorderreifen, weil die gerade in der Startphase sehr schnell blockieren und er sich damit einen Nachteil fürs Rennen eingehandelt hatte. Und er hat es deswegen offensichtlich etwas zu vorsichtig angehen lassen. Bei Nick Heidfeld war es eine andere Situation, die uns jetzt zu Diskussionen führen wird. Jetzt schauen wir uns nochmal in aller Ruhe an, was in Runde 42 passiert ist. Wir sehen gleich Michael Schumacher und Nick Heidfeld auf Kollisionskurs. Vielleicht beschreiben Sie mal, Herr Theissen, wie Sie es gesehen haben. Also ich habe sowieso nur die zweite Hälfte davon gesehen. Es war nicht voll im Bild. Hier, ja, jetzt sieht man es doch komplett. Es war sicher ein unglücklicher Unfall. In meinen Augen hat Michael hier unnötig zugemacht und zwar auch relativ spät zugemacht. An sich unglücklich, deshalb auch unnötig, weil beide Fahrer nicht in der Position waren, hier um den Sieg zu fahren. Es hätte den einen oder anderen Punkt noch gegeben.
Hans, was sagst du als Rennfahrer dazu? Also vollkommen richtig. Auf der Stelle hat man ja gesehen, wo Michael nach rechts gezogen hat. Er vorher nie eingelenkt. Und das war in meiner Meinung unnötig. Anders kann man das nicht bezeichnen. Er hat ja einen Außenspiegel rechts dran. Ja klar, den hat er auch offensichtlich benutzt, das hat er nicht rübergezogen. Ist natürlich jetzt Riesenpech, Herr Theissen. Wir schauen es uns nochmal in der Vergrößerung an. Hans, das meintest du, hier sieht mich jetzt schon mal nach rechts. Schau mal, da ist er normalerweise zwei Wagenbreiten weiter links. Also was macht er da rechts in der Straßenmitte? Was soll er da? Pech natürlich für beide, dass sie hier ausscheiden. Nick Heidfeld sofort, was war alles am Auto kaputt? Das war offenbar nicht mehr dran zu denken, weiterzufahren. Das ist richtig, wir haben das Auto gar nicht. Er ist ja da im Kiesbett stecken geblieben. Vielleicht ist gar nicht viel kaputt, aber es ging halt nicht mehr, er kam nicht mehr da raus. Werden Sie sich noch unterhalten mit Michael Schumacher, mit der Ferrari-Fraktion darüber, oder hakt man das ab? Hey, das haken wir ab, das war ein Rennunfall. Für mich ist wichtig, dass die positive Perspektive, dass die Rundenzeiten gestimmt haben. Da waren wir gut dabei, sehr erfreulich. Der Rennverlauf war unglücklich durch diese Situation, wo beide Fahrer im Verkehr gesteckt sind über drei Viertel des Rennens und dadurch am Ende kein Podiumsplatz, den Mark Webber heute sicher hätte holen können. Bevor wir ein Fazit ziehen über die BMW-Performance an diesem Wochenende, hören wir mal rein, was Nick Heidfeld sagt zu dem Zwischenfall. Nick, was für ein Pech, ausgerechnet bei eurem ersten Grand Prix muss es gleich mit einem Unfall zu Ende sein. Können Sie uns erzählen, was genau passiert ist mit Michael? Ja, Michael kam gerade aus der Box raus. Ich war schon auf der Strecke und war dann recht nah hinter ihm. War dann eigentlich beim Anbremsen schon neben ihm und hat mir dann keinen Platz gelassen, ist rübergezogen. Ich war in der Wiese und auf der Wiese lässt sich leider nicht so gut bremsen. Das heißt, Sie würden sagen, es war seine Schuld? Ja. Wie lief das Rennen bis dorthin? Ja, es war ein Problem, dass ich recht früh in die Box gekommen bin. Hab dadurch einiges an Zeit verloren. Bin dann hinterm Clean und speziell hinterm Trulli hängen geblieben und das hat mich sehr, sehr viel Zeit gekostet in dem Rennen. Als wir dann wieder frei waren, ging es eigentlich in Ordnung von den runden Zeiten, hätten wir vorne mitfahren können, aber naja. Jetzt hat man generell im Vorfeld gehört von Seiten von BMW Williams, das Auto ist doch nicht so gut, wie man gedacht hat. Würden Sie das jetzt bestätigen nach dem ersten Wochenende? Nein, ich glaube, es ist besser als erwartet. Ich muss jetzt nachher noch die Rundenzeiten analysieren, aber Marc ist auf P5 im Moment. Ich glaube, es sieht nicht so schlecht aus. Vielen Dank, Nick. In diesem Fall waren die Premiere-Zuschauer mal schneller informiert als der Fahrer selbst. Mario Theissen hat schon gesagt, die Rundenzeiten waren in Ordnung. Wie sehen Sie denn das Duell zwischen den beiden an diesem Wochenende? Mark Webber gegen Nick Heidfeld. Mark hat das stärkere Wochenende hingelegt, sowohl im Qualifying als auch heute im Rennen, trotz dieses Fehlers in der ersten Kurve, der ihn einen Podiumsplatz gekostet hat. Nick hat allerdings auch Pech gehabt. Er war im ersten Stint, also vor dem ersten Stop, an Marks Hinterrad geklemmt. Und bei den Stops hat sich dann so durcheinander gewirbelt, dass er plötzlich 12 Sekunden zurücklag und 3-4 Autos dazwischen waren. Und da war er dann für den Rest des Rennens blockiert. Ich höre gerade, dass Michael Schumacher auf dem Weg zu den Stewards ist, also zu den Schiedsrichtern. Hans, glaubst du, dass da noch was kommen wird, dass man ihn vielleicht bestraft? Also ich bin nicht in dem Komitee mit drin. Ich weiß nicht, wie die jetzt da noch darüber diskutieren werden. Jedenfalls ist es schon wert, dass man darüber spricht, dass man die Dinge aussortiert, dass da kein fauler Beigeschmack bleibt, wenn man sehen, was rauskommt. Es gibt ja auch da die Regel seit über einem Jahr, dass man das nicht alles sofort entscheiden muss, dass man sich Zeit lassen kann, dass die Stewards länger diskutieren können. Ist eigentlich eine vernünftige Angelegenheit, oder? Auf jeden Fall. Vor allen Dingen sollte man sich die Videoszenen ein paar Mal ansehen, bevor man den Mund aufmacht. Wie geht's weiter, Herr Theissen? Jetzt haben wir gesehen, Michael Schumacher fuhr heute lange, lange Zeit, ebenso wie ihr Mark Webber hinter einem Hinterbänkler her, kam nicht vorbei. Haben Sie das Gefühl, der Ferrari-Vorjahreswagen ist nicht so stark, den könnte man in den nächsten Rennen knacken? Wir haben bei Rubens gesehen, dass er, wenn er freie Fahrt hatte, schon sehr schnell Runden fuhr vorne. Also ich würde die Ferrari nicht abschreiben, auch dieses Auto nicht. Was allerdings richtig ist, man braucht schon, muss schon von der Rundenzeit her 1 bis 2 Sekunden schneller fahren können, um wirklich einen zu überholen. Vielen Dank, Mario Theissen, für diese Analyse. Wir sehen uns später noch an der Box oder im Fahrerlager. Hans, und wir schauen uns den Rest des Rennens an, der ist relativ schnell erzählt. Denn wir sehen dann Michael Schumacher, wie er aus dem Auto aussteigt oder wie er reinfährt in die Box und im Prinzip das Rennen abschließt. Ja, das macht ja auch Sinn, denn er bringt ja nichts, so weiter rumzufahren. Er tut ja nur seinen Motor unnötig Kilometer drauf brummen. Die sind vielleicht wertvoll fürs nächste Rennen in Malaysia. Punkte macht er sowieso keine, also hat es keinen Sinn, weiterzufahren. Das ist eine taktisch sehr kluge Entscheidung.
Also diese Saison, die wird vom Sparen und von der Strategie geprägt. Nur keinen Kilometer zu viel auf den Motor oder auf die Reifen drauf fahren. Aber das habe ich zum Beispiel nicht bei Renault beobachtet. Die sind irgendwie nach Herzenslust gefahren, und zwar das ganze Wochenende, und haben richtig abgesahnt. Ja, nach Herzenslust will ich nicht sagen. Die Gesamtrunden, die im Training gefahren worden sind, waren auch im mittleren Bereich. Aber wenn ein Auto natürlich stimmt und gut funktioniert und die Fahrer und das Team wissen, was sie machen, dann war das eine richtige Entscheidung. Ist dieses Auto, das hier über die Ziellinie fährt, der potenzielle Weltmeisterwagen 2005? Zum Teil ja, zum Teil nein. Was ich ja schon vor dem Rennen gesagt habe, war natürlich ganz klar, Rubens Barrichello war für mich auch ein Mann des Rennens. Das zeugt von der großen Stehfähigkeit der Bridgestone-Reifen. Das wird gerade in der großen Hitze beim nächsten Mal in Malaysia ein sehr wichtiger Faktor werden. Die darf man nicht vergessen. Auch Michael Schumacher war ja nicht vorne mit dabei, war da ein bisschen abgeblockt. Also da ist sicher noch, kommt von Ferrari, kommt einiges. Aber Renault ist mit dabei. Für mich war die größte Enttäuschung eigentlich war BRR, muss man sagen. Und vielleicht auch Toyota, wenn ich an die nochmal erinnern darf. Die standen heute weit vorne mit Jarno Trulli auf der zweiten Startposition. Der wurde immer weiter zurückgereicht im Laufe des Rennens. Gut, das haben wir auch schon vorher gesagt. Das war für Toyota ein glücklicher Umstand, dass Trulli da vorne stand. Die wurden dann nach und nach durchgereicht. Das haben wir aber auch erwartet. Schade, dass auch der Ralf Stritten stecken geblieben ist. Der konnte ja gar nichts machen. Der kam auch nicht vom Fleck. Aber das ist eigentlich der Performance-Stand, den wir so uns eigentlich im Hintergedanken schon erwartet hatten. Hier sehen wir gerade das Durchreichen Jarno Trullis. Alonso schießt vorbei. Man muss einmal bedenken, dass Jarno Trulli bis zu seinem Boxenstopp in der 18. Runde immer noch da vorne mit dabei war als Zweiter. Also verstehe ich nicht ganz, wo die das abgebaut haben. Doch, das lässt schon schließen auf dieses, auf den hohen Reifenverschleiß, den man schon beim Testen festgestellt hat. Und wenn du eben dann den Grip auf der Hinterachse nicht mehr hast, dann musst du Speed zurücknehmen. Du kannst später aufs Gas gehen. Das hat man in Rundenzeit auch deutlich gesehen, dass sie dann kontinuierlich verloren haben. Wie wertest du das Duell hier bei Toyota zwischen Jarno Trulli und Ralf Schumacher, wenn man mal das ganze Wochenende anschaut? Kann man definitiv keine klare Aussage machen, weil Ralf Schumacher sicherlich schlechte Karten hatte beim Qualifying vom Wetter her. Das ist nach wie vor für mich völlig offen. Dann hören wir mal rein, wie Ralf Schumacher sein Wochenende selbst sieht. Ralf, fangen wir mal ganz klassisch an mit einem Resümee so über das ganze Wochenende bei Ihrem ersten Auftritt mit Toyota in der Formel 1. Ja, ich glaube, ich habe einfach ein bisschen Pech gehabt. Man hat ja gesehen, die Race Pace, die war gar nicht so schlecht. Die Zeiten waren da. Um letzten Stint konnte ich auch mit Physikeller mitfahren. Also von daher, denke ich, wären Punkte drin gewesen heute. Aber wir hatten halt einfach ein kleines Problem. Deshalb musste ich nochmal rein. Was war denn das genau? Weil Sie waren zweimal in der Box. Mein Gurt war los. Mein Gurt hat sich gelöst und dann bin ich halt wieder reingekommen. Weil ohne Gurt fahren, das habe ich zwar eine Runde versucht, aber das ist nicht so prickelnd. Jetzt ist BMW Williams natürlich eines der Top-Teams gewesen, die zumindest versucht haben, um die WM mitzufahren. Wie haben Sie sich denn gefühlt, so übers Wochenende jetzt Aufbauarbeit zu betreiben? Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, ich weiß nicht, wer mehr zu tun hat. Ich meine, wir haben uns ja nicht die WM als Ziel genommen. Aber ich sag mal, das ist ja das, was ich wusste und das ist auch das, was ich wahnsinnig gerne mache. Ich arbeite halt wahnsinnig gerne eng mit dem Team zusammen. Und da hatte ich hier einfach bessere Möglichkeiten für die Zukunft, als das jemals möglich gewesen wäre in einem so traditionellen Team. Und von daher, ich muss sagen, es ist eigentlich, klar, wir haben keine Punkte, aber das Wochenende ist ansonsten sehr gut verlaufen. Wir haben alles richtig gemacht, was wir richtig machen konnten. Die Pitstops sind gut gelaufen. Die Jungs haben einfach einen verdammt guten Job gemacht. Das Auto, was man mit den Ingenieuren abgestimmt hat, hat gut funktioniert. Das hat man in den Rundenzeiten gesehen. Also von daher ist das ganze Wochenende, bis auf die Punkte natürlich, besser verlaufen, als ich mir das gedacht hätte. Das heißt, es ist auf jeden Fall definitiv ein großer Schritt vorwärts im Gegensatz zum letzten Jahr. Ich würde schon sagen, ich meine, wir fahren jetzt im vorderen Mittelfeld mit. Jarno war am zweiten Platz im Qualifying. Klar, hat er vielleicht ein bisschen Glück gehabt auch, aber trotzdem, es zeigt die Tendenz, die richtige Tendenz. Ja, also habe ich das wohl richtig gemacht. Was kann man jetzt erwarten für Malaysia, für die Hitzeschlacht mit einem Motor, der schon mal ein Rennen gelaufen ist? Die Karten werden ganz neu gemischt da. Klar, einmal die Motoren können kaputt gehen, wobei, da rechne ich nicht mit, weil unsere Motoren eigentlich sehr gut sind. Aber Reifen könnten definitiv ein Problem sein, keine Tests dort gemacht. Wir haben Blistering-Risiko dort. Also es kann alles querfeldein kommen. Vielen Dank. Wie lange wird diese Wiederaufbauarbeit bei Toyota dauern, Hans? Wann werden wir Ralf Schumacher wieder mal auf Punkte, Podest oder Siegerstraße sehen? Ich habe schon vor der Saison eigentlich verkündet, dass Toyota eigentlich keine Ausreden mehr gebrauchen kann jetzt. Es muss relativ schnell gehen. Aus zwei Gründen. Zum einen, wenn man jetzt so lange schon dabei ist, dann muss sich was tun.
Und vor allen Dingen ist es wichtig auch für die Motivation von Ralf, dass er merkt, er macht einen Schritt nach vorne. Das ist ja nicht immer so einfach mit der Motivation. Soll jetzt nicht negativ klingen, um Gottes Willen. Aber er muss ein Erfolgserlebnis haben. Und das kommt natürlich nur, wenn das Auto besser wird. An ihm liegt es sicher nicht. Schauen wir mal auf die Punkte, auf die Ergebnisse nochmal von heute. Da sehen wir nämlich, dass sie wieder ganz knapp vorbeigerutscht sind am Pünktchen mit Jarno Trulli. Die ersten 8 sind in den Punkten. Räikkönen gerade noch einen geholt. Wir sehen Mark Webber auf 5, Juan Pablo Montoya auf 6. Vom Kolumbianer haben wir während des Rennens leider wenig gesehen, war nicht so oft im Bild. Auch Christian Kleen holt noch 2 Zähler für Red Bull. Also die haben gleich 2 Fahrer in den Punkten. Jarno Trulli gerade nicht mehr drin. Felipe Massa auf 10 und Jacques Villeneuve ist auch weit nach hinten gerutscht. Und dementsprechend ist auch der Punktestand nach dem ersten Rennen. Bei den Teams. Renault vorneweg, 2 Fahrer auf dem Podest, besser kann es fast nicht laufen. Barrichello holt 8 Punkte für Ferrari. Ja, teammäßig würde ich mal sagen, Red Bull, beste Leistung abgegeben heute. Mal sehen, was auf dem Siegespodest der Champagner da mal Red Bull gibt. War das jetzt ein wenig Zufall oder Glück oder siehst du da wirklich Potenzial? Absolut. Also wenn man überlegt, dass ja Red Bull wirklich, wie ich vorhin mal gesagt habe, am Jahresende gar nicht wusste, wer dabei bleibt und wie das weitergeht, jetzt so ein super Auto da gebaut hat, da ist ihnen sicher ein bisschen Glück dabei, das muss man auch dazu sagen. Aber die Leistung beruht nicht auf Glück. Die war von Anfang an, vom ersten Training waren die Autos immer vorne mit dabei. Und eine Leistung von David Coulthard heute, die war allererste Sahne. Und auch von Christian Klin. Bevor wir nochmal auf das nächste Rennen schauen, in Malaysia in 2 Wochen, fassen wir diesen Tag nochmal zusammen. Ah, wir brauchen noch ein paar Sekunden. Und wir geben rüber zu Peter Lauterbach. Ja, ganz genau, Wolfgang, denn hier wartet die versammelte Weltpresse, um einen O-Ton von Michael Schumacher zu bekommen, ein Interview mit dem Weltmeister, um herauszufinden, was ihm denn die Stewards gesagt haben, was der Grund war, warum er offensichtlich Nick Heidfeld ein bisschen den Weg versperrt haben könnte. Aber Michael Schumacher, das hat uns seine Pressesprecherin Sabine Kehm eben gesagt, wird erst sich der Presse stellen, wenn ein definitives Urteil der Stewards gefällt wurde, und dem ist noch nicht so. Also leider noch keine neuen Informationen hier vom Weltmeister, kein Interview mit dem Meister. Zurück zu euch. Schade eigentlich, Hans. Das haben wir leider schon oft erlebt, muss ich jetzt mal sagen. Irgendwann, wenn bei Michael Schumacher was schief geht, dann verziehen sie sich da hinten bei Ferrari. Sollte man, könnte man da nicht ein wenig offensiver umgehen? Habe ich kein Verständnis dafür. Ich glaube, dass weder Ferrari noch Michael Schumacher sich was vergibt, wenn sie sich hinstellen und vor uns allen, ob das die Journalisten oder andere Leute sind, und sich dazu bekennen, was vorgefallen ist. Ich weiß nicht, was die Verzögerungstaktik soll. Das war ja letztes Mal in Monaco der Fall. Finde ich einfach ganz unprofessionell. Na, vor allem würden wir auch mal gerne von ihm hören, wie er den Zwischenfall gesehen hat. Ob er Nick Heidfeld im Spiegel gesehen hat, ob es ihm leid tut. Du bist schon so lange im Geschäft. Gibt es da Vorbilder für solche Dinge? Oder auch nicht? Es gibt, glaube ich, kein Problem, wenn ein Fahrer zum anderen geht und das diskutiert. Aber die Art und Weise, wie es hier gehandhabt wird, die finde ich einfach saudumm. Schauen wir uns jetzt nochmal an, wie das Wochenende von Michael Schumacher verlaufen ist. Und dann gibt es einen kleinen Ausblick. Ein Champion gibt auf, Garage statt Podium. Heidfeld und Schumacher, das deutsch-deutsche Treffen, das aus. Es war nicht sein Wochenende. Dabei wirkte er so entspannt, gelassen wie noch nie. Schumacher, der coole Weltmeister als Beachboy. 7 WM-Titel machen eben locker. Er glänzte auch am Strand von Melbourne. Heiße Spiele im Sand. Schön war's. Es war was anderes gewesen, was man nicht allzu oft macht. Und wenn man es mit professionellen oder Mädels machen kann, dann ist es natürlich umso spaßiger und witziger. Den Spaß hatten heute andere, Giancarlo Fisichella. Neu bei Renault und der Sieg. Traumhaft kann man das nennen. Alonso auf 3, Renault hat die Jagd eröffnet. Der erste Schritt ist gemacht. Der WM-Start für ihn gestern schon verpatzt. Qualifikation der Regenkönig, weggespült ans Ende des Feldes. Doch selbst das australische Grau konnte dem Mann in Rot mit dem sonnigen Gemüt scheinbar nichts anhaben. Es hat mir schon so oft geholfen, das Wetter. Es darf dann auch mal daneben gehen. Heute wollte er das Glück wieder zwingen. Der unbedingte Wille, wenigstens Punkte zu retten, wurde bestraft. Schumacher 2005. Ist er nach einem Rennen schon der Jäger?
Wir sind ein paar Schritte weitergegangen, weil wir mal wissen wollten, was bei Red Bull eigentlich los ist. Uli mit der Kamera, komm einfach mal mit. Wir schauen mal hin. Es ist wirklich toll. Party-Atmosphäre. David Coulthards Lebensgefährtin Simone steht hier mit Bekannten, mit Freunden. Hier wird freudig diskutiert. Christian Klien lacht da hinten. Christian, komm doch mal ganz kurz rüber zur Premiere. Das war ein toller Auftakt heute für euch. Noch zwei Punkte mitgenommen. Ihr schaut ja so aus, als hättet ihr die globalen Konzerne einfach mal so hinten gelassen. Na, war ein sensationeller Auftakt für uns. Ich glaube, keiner hätte das erwarten können, dass wir mit beiden Autos in die Punkte fahren. Und ja, war einfach ein fantastisches Rennen von beiden und sind überglücklich über das. Wie sieht es aus bei den nächsten Rennen? Könnt ihr dieses Leistungsniveau halten? Wir haben sehr ein bisschen Glück gehabt mit dem Qualifying. Wegen der Wetter-Conditions waren wir natürlich ziemlich gut vorne dabei. Wobei im Rennen war die Pace sehr gut von uns. Also wir hoffen, dass wir Ähnliches machen können in den nächsten Rennen. Aber ich würde nicht sagen, dass wir jetzt prinzipiell so weit vorne stehen. Gruß an die österreichischen Fans, da gibt es ja auch Premiere. Ja, wir haben einen Haufen österreichischen Fans und ich hoffe, die haben alle zugeschaut. Und Gruß nach Österreich. Danke, Christian. Wir gehen einfach mal ein bisschen weiter und sehen, bei Red Bull gibt es die besten Partys. Man muss es sagen, die hübschesten Frauen. Where are you from? Are you Red Bull drinkers? Yes, we are. Woher sind Sie denn? Yes, seid ihr Red Bull? We're from Melbourne. We're all from Melbourne. Trinker, and we all love Red Liebhaber, ja, and wir sind aus Melbourne und wir mögen Red Bull. Keine Frage. Gab es gute Partys? Eine einzige, fantastische Party die ganze Zeit. Und die Fahrer? Super Typen. Das müssen wir jetzt einfach noch mitnehmen. Thank you very much, ladies. Wir gehen wieder zurück und da habe ich den Stritzel wieder gefunden. Du, weißt du, jetzt mal den Christian Klien fragen sollen, wie viele Dosen Red Bull er vorher eingeführt hat, bevor er die Topleistung aufgelaufen ist. Darf aber verraten, dass Hans Joachim Stuck auch drei Dosen Red Bull während der Übertragung getrunken hat. David Coulthard haben? David haben wir schon gehört vorhin, okay, deshalb passt das ganz gut. Die Jungs müssen wieder ran in zwei Wochen in Malaysia und wir wollen mal wissen von Oliver Simon, was uns da erwartet. 3 Grad nördlich des Äquators am Rande des Dschungels. Soll doch mal einer behaupten, die Formel 1 sei eine Champagnerveranstaltung. Hier erinnert sie eher an eine Saunalandschaft. 2002 sogar mit Aufguss, von dem selbst Ferrari überrascht wurde. Doppelabflug der beiden Ferrari und der Regen wird stärker. Wir hören das jetzt auch hier auf unserem Dach. Es schüttet. Wer kommt zuerst rein? Jetzt geht's rund, liebe Zuschauer. Das ist Villeneuve, der abfliegt. Na, traumhaft. Das gibt's doch nicht. Und die wollen mit Intermediates fahren. Achtung, Coulthard fährt aus der Gischt von Trulli heraus. Hier, das sind die ersten beiden, liebe Zuschauer. Und Trulli! Und das ist Fisichella in der Wiese. David Coulthard, hat er die Kurve überhaupt bekommen? Coulthard dreht sich gleich hinterher, die kriegen beide die Kurve nicht. Barrichello sucht einen Reifen. Das gibt's nicht. Das haben wir doch schon mal erlebt, ja, bei Ferrari. Der falsche Reifen war da. Es gibt keinen rechten Vorderreifen für Rubens Barrichello. Ralf Schumacher hat auch keine Reifen parat. Was sind da für welche drunter? Regen. Ja, Michelin Regen. Ferrari fand schließlich den richtigen Reifen und die richtige Mischung. Michael Schumacher schob sich auf Intermediates mühelos von 11 auf 1 vor. Noch heute spricht man von einer Kaffeefahrt im Monsunregen. In Malaysia ist eben alles ein wenig anders und trotzdem kommt die Formel 1 seit 1999 gerne hierher. Wer kann, sucht den Schatten. Wer nicht kann, die Herausforderung. Aber bei über 50 Grad im Cockpit fällt es schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren. 2002, Duell zwischen Juan Pablo Montoya und Michael Schumacher in der ersten Kurve. Das Ergebnis, Durchfahrtsstrafe für den Kolumbianer. Because of Michael, don't worry about it, we have to do it. Das übersetzt mir jetzt bitte nicht. Kann schon mal passieren. Das Rennfieber ist in Malaysia offensichtlich. Hier tauen auch die coolsten irgendwann einmal auf. Der Sieger im Glutofen von Malaysia, der Iceman Kimi Räikkönen. Feuertaufe bestanden. Malaysia, das ist auch der Aufmarsch zur Sauberparade. Die Jungs von Peter Sauber gehören eigentlich zur Formel 1 Mittelklasse. Hier aber sind sie Superstars. Beim heißesten Rennen des Jahres werden die normalen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft.
Kraft gesetzt. Ja, Malaysia ist dann auch schon näher an Indien, an der Heimat von Nairan Kartikeyan, der auch ein ganz gutes Wochenende hingelegt hat. War eine schwierige Aufgabe für den jungen Mann aus Chennai hier im Jordan-Team bei seinem ersten Auftritt. Da kann man nur noch sagen, Hans, die Formel 1, die wird immer internationaler. Wir haben jetzt hier immerhin vier Debütanten gehabt aus Österreich, den Patrick Fiesacher, Thiago Monteira aus Portugal, Nairan Kartikeyan aus Indien, wen habe ich jetzt noch vergessen? Ist schon spät. Nee, kannst gerne mehr vergessen. Gerne. Ach, Christian Albers aus Holland. Genau, und dann fahren wir in diesem Jahr noch in der Türkei im August. 19 Rennen, die längste Saison. Da brauchen wir viel Sitzfleisch und Kondition. Ja, also bei 19 Rennen brauche ich das, bezweifle ich auch. Aber sicher wird Istanbul ein Highlight werden. Das ist ein richtiger Platz, wo der Motorsport wie ein Schwamm noch wirken wird. Da werden wir richtig viel Zuschauer bekommen. Und auch, dass es eine gewisse Wachablösung mal heute stattgefunden hat, fand ich auch nicht schlecht. Es waren sympathische junge Burschen auf dem Podest. Es war ein Ruben Barrichello mit dabei, der hoffentlich mal seinen ersten WM-Titel dieses Jahr einfahren kann. Also rundherum für uns, ich hoffe auch für Sie zu Hause, ein richtig toller Grand Prix. Dann danke ich dir für deine Analyse, auch für alle Kollegen und Kolleginnen hinter den Kulissen. In deren Namen verabschiede ich mich jetzt auch. Wir packen zusammen und sehen uns dann in 14 Tagen wieder. Servus. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Formel 1 bei Premiere wurde Ihnen präsentiert von TV Digital. Mazda 3. Jetzt leasen ab 89 Euro im Monat. Der Mazda 3. Sieger im Automotor- und Sportvergleichstest gegen die französische Konkurrenz. Meeresforscher Steve Sisu wird zum Haijäger. Ich hab die Faxen dick mit diesen Delfinen. Bill Murray, Owen Wilson, Kate Blanchett, Angelica Houston, Willem Dafoe, Jeff Goldblum. Unsere Chemie stimmt einfach. Ich werde mich mit dir schlagen, Steve. Welchen Zweck dient es, ihn zu töten? Rache? Die Tiefseetaucher. Ab 17. März im Kino.
Premiere Sport. Ihr Programm heute. Ab 14.20 Uhr die DEL Live. Die Eisbären Berlin empfangen die Grizzly Adams aus Wolfsburg. Ab 14 Uhr F1 Kompakt. Highlights, Interviews und Analysen vom Formel 1 Saisonstart aus Australien. Und in der ersten Bundesliga empfängt Hertha BSC Kaiserslautern und Borussia Dortmund ist zu Gast in Nürnberg. Ihr Programm heute bei Premiere Sport. Die Woche der Wahrheit in der UEFA Champions League. Am Dienstag Lyon-Bremen. Werder hilft nur ein Wunder. Dazu unter anderem Chelsea-Barcelona, das Duell der Top-Favoriten. Und am Mittwoch Leverkusen-Liverpool, Bayer zwischen Bangen und Hoffen. Sowie Arsenal-Bayern. Hält München dem Angriffsdruck stand? Alle Achtelfinal-Rückspiele in der UEFA Champions League. Live, in voller Länge und in der Premiere-Konferenz. Am Dienstag und Mittwoch ab 20.15 Uhr auf Premiere Sport 1. Die UEFA Champions League bei Premiere wird Ihnen präsentiert von Krombacher. Und fort. Die zweite Liga. Live bei Premiere. Er ist Nachwuchstalent, Stürmerstar und Publikumsliebling in einer Person. Lukas Podolski. Der Top-Torjäger ist mit dem 1. FC Köln auf dem Weg zurück in Liga 1. Köln gegen Saarbrücken. Morgen ab 20 Uhr. Live auf Premiere Sport 1. Premiere. Offizieller Partner der Bundesliga. Die Premiere Plus Programmtipps für heute. Fernsehspaß mit Snoopy und Co. Die Peanuts sind wieder da. Um 18.20 Uhr auf Junior. Bachs brandenburgisches Konzert Nummer 4. Der Auftakt zum Lorin Marcel Special. Um 19 Uhr auf Klassika. Mit reißenden Fluten bekommen es heute Mike und Mark, die Wildnisprofis, zu tun. Um 19 Uhr auf Animal Planet. Die Premiere Plus Programmtipps für heute. Die Peanuts um 18.20 Uhr auf Junior. Bachs brandenburgisches Konzert Nummer 4 um 19 Uhr auf Klassika. Und Mike und Mark, die Wildnisprofis, um 19 Uhr auf Animal Planet.